Aho, hallo zusammen, hier ist die Chrissy. Ich möchte jetzt mit euch zusammen eine rauchen. Ich habe es mir verdient. Ich habe jetzt 2 Stunden hier meine Wohnung geputzt. Es muss reichen. Jetzt erlaube ich mir eine kleine Pause und rauche eine. Rauch doch eine mit. Ja, natürlich habe ich wieder was vor. Und zwar, ihr wisst ja, oder einige von euch wissen, dass ich von meiner Schwester ja hin und wieder mal so ein paar Bettchen bekomme. Unter anderem auch eine Fernsehzeitung. Die schauen ja regelmäßig Fernsehen und haben schon seitdem es Fernsehen gibt wahrscheinlich diese Zeitung hier im Abo. Und da habe ich in der Rubrik Freizeit einen schönen Artikel gefunden. Und zwar eine echte Alternative, Fragezeichen, zum Rauchen. Da wird also hier so ein bisschen auch die E-Zigarette beschrieben. Und da steht hier also ohne Tabak, ohne Qualm, ohne Gestank. E-Zigaretten sollen harmloser sein als herkömmliche Vertreter. Aber was taugen sie? So, und die, wie heißt sie hier, Anne-Kathrin Hasse hat das jetzt hier mal für uns getestet oder die E-Zigarette für uns getestet. Und dort schreibt sie dann letztendlich in diesem Artikel: Süßlicher Apfelduft durchzieht meine Nase, nachdem ich die Einzelteile des Elektrostängels zusammengefriemelt habe. Kein beißender, stinkender Qualm. Irgendwie doch ganz lecker, denke ich. Optisch ist die Plastikfluppe ihrem echten Vertreter nachempfunden. Sogar Zigarettenglut wird durch ein leuchtendes LED-Lämpchen imitiert. Das müsst ihr euch mal wegtun, da fängt die Manipulation ja schon an. Keine Asche, kein Feuer, keine Filterreste. Tabakrauchen war gestern, heute sind E-Zigaretten in. Also, da muss ich mal gleich einen Zug nehmen. Von meiner Bio-Zigarette. Ich zitiere weiter. In mehr als einem Jahrzehnt sind bei mir schon rund 93.000 Zigaretten zusammengekommen. Aneinandergelegt würden sie eine Länge von knapp 8 Kilometern ergeben, was in etwa der Strecke des Rennsteigtunnels bei Stuttgart entspricht, dem längsten Straßentunnel Deutschlands. So, sehr interessant. Gesund ist das nicht. Ausrufungszeichen. Gesund ist das nicht. Warum stattdessen nicht mal die technisch saubere Variante probieren? Unsere Experten gilt es inzwischen als erwiesen, Unterexperten gilt es inzwischen als erwiesen, dass E-Zigaretten im Vergleich zu herkömmlichen 1000-mal weniger schädlich sind. Also es ist bewiesen, 1000-mal weniger schädlich sind. Da möchte ich gerne diese Studie mal sehen, vor allen Dingen von wem die durchgeführt wurde und in welchem Auftrag die durchgeführt wurde. Kriegen wir natürlich nirgendwo zu sehen, ist ja klar. Also, es wird kein Tabak verbrannt, sondern eine chemische Flüssigkeit. Eine chemische Flüssigkeit wird verbrannt und verdampft. Die Geschmacksrichtungen reichen von Kirsch, Cola oder Kaffeearoma bis hin zu Schokolade mit oder ohne Nikotin. Ich entscheide mich für die Variante X10 von Vitasmoke. Vitasmoke. Für das Startset, das 2 E-Zigaretten, 2 Verdampfereinheiten, ein Ladegerät und 10 Aromadepots enthält, muss ich knapp 90 Euro investieren. Depots zum Nachkaufen in der Menge einer Zigarettenschachtel gibt es für rund 1 Euro. Dann weiter, Dunst zum Abgewöhnen. Studien zur Wirksamkeit gibt es nicht. Der Kardiologe Professor Helmut Gohlke von der Deutschen Herzstiftung warnt aber, bei der E-Zigarette wird ein nikotinhaltiger Tabak, Alkaloidflüssigkeit verdampft und vom Raucher als Aerosol eingeatmet. Hört sich ja schon gar nicht so gut an, gell? Sie besteht zu 90% aus Propylenglykol, das industriell als auch Frostschutzmittel eingesetzt wird. So, dann wisst ihr mal Bescheid, was hier in E-Zigaretten alles abläuft. Da muss ich mir doch glatt nochmal reinziehen. Lecker. Für Autos mag das was gut sein, aber für Lunge und Herz, wird hier gefragt, auch zum Abgewöhnen scheint sie nicht geeignet. Die E-Zigarette taugt
nicht zur Rauchentwöhnung, da sie kein Gesundheitsartikel ist, sondern ein Genussmittel wie beispielsweise Kaffee, räumt sogar Philipp Drogemüller vom Verband des E-Zigarettenhandels ein. Und auch das Rauchverbot lässt sich damit nicht überall umgehen. In manchen Bundesländern ist die E-Zigarette in Kneipen und Co. erlaubt und in anderen dagegen nicht. So, und das Ganze ist hier irgendwie von irgend so einem Bund hier reingestellt, Bund für was weiß ich, Gesundheit und hast du nicht gesehen. Jetzt schreibt hier diese Frau Anne-Kathrin Hasse als Fazit, also ihr Fazit lautet in diesem Falle: Meine Rauchlust stillte die E-Kippe nicht. Für mich ist sie eine Kompromisslösung, aber nur mit Nikotin. Deshalb bleibe ich doch lieber gleich beim echten blauen Dunst. So, und das tue ich auch. Wie ihr das seht, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ist ja logisch irgendwo. Also macht alle das Beste draus, raucht oder raucht nicht oder was weiß ich. So, ich wünsche euch für heute noch einen wunderschönen Tag und bis später. Tschüss. Danke fürs Zuhören und Zusehen.